Hallo meine Lieben, zu einer neuen Rezension bzw. Buchempfehlung. Ich habe den Monat ein paar Bücher jetzt gelesen, die ich nicht richtig rezensieren kann oder will. Es geht jetzt um das Buch Talking Dirty von Marisha Sommer. Dieses Buch habe ich ja vor einer Weile mir gekauft und habe jetzt immer darauf gewartet, dass ich es denn mal lesen kann. Es ist nicht sonderlich dick, es hat nur 244 Seiten, also es hält sich tatsächlich in Grenzen. Ich habe es auch relativ schnell gelesen. Es geht eigentlich in diesem Buch um ein biografisches Buch, wo die eben über ihr Leben bei der Sexhotline erzählt, die sie eigentlich als Controllerin beginnt und dann doch aber auch selber diese Telefonate führt. Und es ist immer unterteilt in Kapiteln zu einzelnen Kunden oder Begebenheiten, die sie in ihrem Job, die hier da passiert sind. Und es war sehr kurzweilig, sehr amüsant. Ich habe das Buch eigentlich sehr, sehr gut gefunden. Das Ende habe ich auch ganz gut gefunden. Wie gesagt, es ist halt einfach ein biografisches Buch. Das ist so ähnlich wie dieses fucking Berlin, da wo ja eine Prostituierte über Leben erzählt. Hier geht es halt eben um eine, die in der Sexhotline arbeitet. Ich habe es gut gefunden. Es ist auch, finde ich, preislich für 8,99 okay, um einfach auch mal zwischendurch zu lesen. Ich habe es, wie gesagt, auch zwischen zwei dicken Büchern einfach mal kurz dazwischen geschoben und auch in relativ kurzer Zeit gelesen. Geschrieben finde ich, ist es sehr gut, sehr lustig und eben auch kurzweilig, was ich ja immer sehr wichtig in Büchern finde, dass die sich nicht so lange ziehen, gerade bei sowas. Aber da die Kapitelunterteilung immer eine andere Geschichte, sag ich mal, beinhaltet, sind halt die Storys an sich so ein bisschen abgeschlossen. Es baut sich zwar auf, klar, aber die einzelnen Kapitel sind unterteilt. Und mir hat es Spaß gemacht, ganz ehrlich muss ich sagen. Also ich fand es unheimlich interessant, weil jeder kennt diese Werbungen, die nachts irgendwo laufen. Und da kommt man dann zu so jemanden raus. Und das Lustige daran ist, dass da auch wirklich dann beschrieben wird, was das für Leute sind, die diesen Job machen. Weil ich glaube, viele meinen dann wirklich, da sitzen dann irgendwelche Sexbomben vorm Telefon, aber meistens sind es tatsächlich irgendwelche älteren Hausfrauen, die, wenn sie so ein Telefonat führen, dann Kartoffeln schälen zum Beispiel. Das kommt hier auch sehr oft vor, dass eben auch von Kolleginnen erzählt wird, die, was sie machen währenddessen, und das fand ich sehr amüsant. Also wenn ich mir überlege, dass man sich an ein Telefon sitzt und daneben Kartoffeln schält und einem Anrufer ins Ohr stöhnt oder sowas, finde ich unheimlich lustig, die Vorstellung. Wie gesagt, definitiv eine Empfehlung, einfach für zwischendurch, finde ich es unheimlich lustig. Mir hat fucking Berlin damals schon sehr gut gefallen. Und auch dieses Buch ist unheimlich kurzweilig, einfach wirklich, wie gesagt, für zwischendurch. Ideal. Ich würde es jederzeit wieder lesen oder auch diese Thematik jederzeit wieder lesen und hoffe, ihr habt jetzt mit diesem kurzen, doch sehr kurzen Video Spaß gehabt und wünsche euch einen schönen Tag und bis die Tage. Tschüss!